Das Oppo Find 7e ist für mich der Geheimfavorite gegenüber Premium-Herstellern wie Samsung, HTC und Sony, LG, wie auch immer. Ich erkläre euch in dem Video, warum und wieso. Hier ist wieder Roman Hammer. Hallo miteinander und heute präsentiere ich euch meine ersten Eindrücke zum Oppo Find 7e. Nachdem die kleinere Version, also die Version mit der Bezeichnung 7A, früher verfügbar war, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Es unterscheidet sich grundsätzlich nur in gewissen Punkten von Standardmodell. Das wäre einmal der kleinere Arbeitsspeicher. Hier sind nur 2 GB RAM Arbeitsspeicher verbaut und der Prozessor ist ein anderer. Also hier ist ein Snapdragon 800 von Qualcomm installiert. Und es ist ein kleinerer Akku, also um 200 mAh Leistung weniger als beim normalen Modell. Und das Display mit einer Auflösung in 1920x1080 Pixel, also in Full HD und nicht mit zweifacher HD-Auflösung wie beim Top-Modell. Nachdem mir das alles nicht unbedingt wichtig war, ich eigentlich das Gerät haben wollte, habe ich mich entschieden für das kleinere Modell und ich würde mal sagen, wir fangen hier an. Von der Größe her ist genau gleich wie das Topmodell. Ich habe mich hier für die weiße Variante entschieden, weil hier ein bisschen die Oberfläche ein bisschen rauer ist, was insgesamt das Gerät griffiger macht. Wir haben hier an der Seite 152,6 mm, in der Breite haben wir 75 mm und insgesamt ist das Oppo Find 7e 9,2 mm dick. Ist für viele wahrlich kein Handschmeichler. Auch ich tue mir noch am Anfang ziemlich schwer mit Bedienung, Einhandbedienung, aber ich denke mal, mit der Zeit kommt da die Gewöhnung dran, also bin ich da recht zuversichtlich. An der rechten Seite befindet sich der Lautstärke-Wippe und an der Oberseite haben wir den Klinkenstecker für unsere Kopfhörer. In der Verpackung war ein Headset enthalten. An der linken Seite den Power-Button.